Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren spontanen Folge LS17. Ja, wir sind am Schwaden, es ist alles anders kommen wie gedacht. Wir haben ja jetzt heute Abend auf einmal, war so fertig mit Wenden, kam rein, wollte eine Tasse Kaffee trinken. Ja, auf einmal sagt sie, wurde hier BWA, alles so unruhig. Lass lieber heute Abend noch anfangen, es soll morgen ab Mittag regnen und richtig. Ja, und das wäre richtig schade, wenn das natürlich alles ins Wasser fällt, und deswegen habe ich jetzt angefangen zu schwaden und habe schon 3 Stücker gemacht. Also das geht ja richtig schnell, ne? Kann ja richtig schön schnell fahren, und ich denke mal, wir werden auch gleich noch anfangen zusammen zu fahren. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das alles anstellen, aber ja, auf jeden Fall will ich noch eine Ecke zusammen machen. Da liegen noch die 2, die wir als letztes gewendet haben, die liegen noch dann. Und ja, noch eine kleine Brocke schnell, und dann wollte ich eigentlich anfangen und wollte zusammenfahren. Und das haben wir jetzt so gemacht, damit es schneller geht, hat jetzt hier Bernd im IAC schon einen Ladewagen gemacht und macht noch den Silo-Verteiler fertig, und dann hänge ich den gleich an Deutz dran, dann kommt der Deutz auf den Haufen. Dann geht das schneller, dann kann nämlich der Deutz verteilen und der IAC zusammenfahren. Vielleicht können wir ja dann morgen andersrum machen, aber eigentlich kann es ja also bleiben. Von daher, der IAC hat auch mehr Macht, der zieht den bestimmt mit dem km/h schneller am Berg hoch. Boah, fahre ich gleich hinten die Ausfahrt runter, und dann müssen wir sehen. Da habe ich ausgestellt, ja, läuft noch nach. So, Tüle leuchtet an, da kann man ein bisschen Licht hier anmachen. Und auf. Gas! So. Und los. Ach, Licht kann aus. Oh mein Gott, ist er hell genug? Autos haben ja auch noch kein Licht an. Aber die Glühleuchte, die muss. Zack. Ja, warum mache ich die an, falls jetzt einer wieder fragt? Wir fahren hier einen Schwader, und bei dem gucken ja hier so die Zinken am Rand raus, und ja, nicht, dass da einer drankommt. Beim Überholen zum Beispiel. Wäre ja schade drum. Ja, hier, da habe ich schon zusammen gemacht. Schon zusammen das Stück. Also, eine Wiese, ne? So, geben wir mal Gas. Zack. Oh, Sprit ist noch drin. Machen wir das Stück hier unten noch zusammen, schnell, damit das weg ist. Oh, jetzt seht ihr mich ja auch mal hier, wenn ich so einen Schissprobi hier zusammenschwade. So, Tüli leuchtet aus. Pandale leuchtet, ne? So, dann nehme ich mir, fange ich immer so, ja. Dann klappe ich aus. Oh, da muss ich ein bisschen rüber. Zapfwelle an und Schwade runter. So, und dann gucken wir mal, wie das geht. Wir wollen natürlich alles erwischen, wollen aber auch nichts kaputt machen. Also lieber ein bisschen was liegen lassen, wie so ein Pfahl im Schwader, ne? Ja, das wäre nicht so yellow from the egg. So, dann muss man sehen, dass man halbwegs die Kurve kriegt. So, und dann einfach hoch und oben halbwegs die Kurve kriegen. Ein bisschen was in Kurven liegen bleibt, dann ist das so, das ist normal. Ja, siehst du, das war jetzt nicht so, aber ging noch. So. Und dann schön am Rand entweg. Ja. Sonst Jahre, wo auch dann zum, oh, das wird jetzt eng, wo zum ersten Schnitt dann noch mehr Futter war. Also, na, noch mehr Futter, nett, aber
als wir im Stadtmanner waren und war immer mal gutes Wetter zum ersten Schnitt hin, dann haben wir immer dann immer Bernd noch die Ecken mit dem Rechen schnell geholt. Oder ich hatte immer auch mal einen Jungen aus dem Dorf dabei, der hat dann noch, ist er immer mitgefahren, hat dann noch ein Rechen kurz genommen und ist schnell nebenher gelaufen und dann habe ich sein Taschengeld ein bisschen erhöht. Ah, upsala. So, ach, es ist schlauer, wenn ich jetzt hier runter wieder fahre. Ah, was komme ich denn als da drauf? So. IAC. So, oh, das sieht ja gut aus, oder? Mir gefällt's. Ja, ja, Bernd macht das. Aber wahrscheinlich fährt dann Beate gleich auf den Haufen. Bernd füttert. Ah, ich mach den mal aus. Bernd füttert und ja, ich fahr zusammen, ne? Und meine Frau macht Essen. Zack. Ja, deswegen mache ich ihn immer aus. In echt lasse ich ihn hier auern, aber im Spiel packt das. Na gut, hier geht das mit der Schwarte damit. Dann ist das gut, ne? So. Ach komm, wir machen noch einen. Oh, na, halt. Noch nicht zusammenklappen. Ich will erst hier vom Schiefen weg. So. Zack. Von da eine Leuchte an. Und uff. Helmut! Siehst du denn nicht mal los? Du kannst ja nicht über den Burger. Oh, ja. Was soll denn über den Burgersteig? So. Nee, nicht hier rein. Hi. So. Linker links. Und da unten den Kram wegmachen. Ja, lauter so Schissbrocken, ne? Das ist noch nicht mal ein Acker hier. Also 0,25 Hektar. So, Randale leuchtet aus. Und Gas. Ja, ja, so machen wir dann hier die ganze Zeit die Länder rein zusammen. Ich denke mal, ich mache die anderen auch noch zusammen. Da muss ich am Händler noch eins, aber ich denke mal, da... Obwohl, mal gucken. Geht ja hier mit so, na gut, jetzt auf 9 Meter ist ja nicht eingestellt, aber 7 Meter irgendwas geht das doch auch relativ gut, ne, vonstatten. Von daher kann ich allzu schwarten, wenn ich noch eine Stunde schwarte und dann fahren wir noch ein paar Stunden zusammen, dann gehen diese 3-4 Ecken mal weg noch und dann haben wir doch schon gut was gemacht, ne. Die Ecke ist unmöglich zu kriegen da oben. Ah, unmöglich nicht, aber da verrenke ich mir ja alles. Ja, nichts kaputt machen. Ah, ups, da schießt das Lenkrad. Ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen, deswegen kann ich nicht so viel labern. Aber läuft, ne? So. Ja, Bernd. Ne, ja, der kriegt die Ecke nicht. So. Zack. Schwader hoch. Aus. Zurück. Und dann läuft das, ne?
wieder runter. Oh, der Deutz, also der spielt ja mit dem Ding. Ist ja nur, ich habe den ja nur davor, weil es so schwänzt, da vorne so schief ist, dann drückt der Schweißer schon ganz schön. Das merkst du dann auch, aber sonst läuft er. So, zack, nach vorne. Schwader hoch. Aus. Andale Leuchte an und weiter. Und mit einem Berg hoch. Ja, ja, so. Ja, ich fahre aber jetzt heim, das reicht. Die anderen Ecken, die sind noch nicht gut. Ich weiß ich, die habe ich ja eben erst gewendet, also vor Stunden, so, zack. Hi. So, zack. Gas. Gas? Naja, Getreide sieht auch ganz gut aus, ne? Muss man ja schon mal sagen, ne? Für Biokram hier steht das. Nicht schlecht, ich bin ja überhaupt kein Fan davon. Aber ist eben so eine Sache. Naja, hoffentlich kommt das nicht ans Licht, was ich denke, weil dann. Naja, egal, ich sag mal, ich halte mich mal da raus. Da sind so ein paar Sachen. Da red man mal lieber nicht drüber. Das muss keiner wissen, was. Nee, nee, alles gut. Psst. Ja. So. Siehst du, sind wir auf dem Hof. Andale Leuchte kann aus. So, liebe Leute. Ich drück jetzt. Doch, das können wir noch zusammen machen. Ja, ich habe vergessen, das Skript mit reinzunehmen, dass man die Lenkachse sperren kann. So, ja, der kann so stehen bleiben. Oh, hier, komm. Können wir noch ein bisschen schöner hinstellen. Den brauche ich ja morgen eh, von daher. So. Ja, da sieht man nochmal die Kiste von außen. Hier steht der Wender, Rollerchen, ne? Ja, da drüben der IHC am Ladewagen. Gut, liebe Leute, ich sag aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die kleine Folge hat euch gefallen. Ich gehe jetzt rein, sag Bescheid, dass wir los können. Dann fahre ich schon mal die erste Fuhr und er kann den Kram anhängen, weil er Leutzer ist. Jo, bis dann. Euer Janni. Jo, ciao.